Io sono convinto che la parte più importante, più bella della scalata sia appunto il processo per raggiungerlo. È più bello condividere questi momenti con il proprio partner ed è ogni volta un'esperienza bellissima. Ja, wir sind eigentlich echt viel miteinander unterwegs. Das Leben im Auto und irgendwie das einfache Leben ohne viel Schnickschnack. Dass man einfach am Abend gemeinsam draußen sitzt, wenn einfach im Freien und kocht. So simple Sachen, die wo halt brutal viel Wert für uns haben. Bellavista ist gemacht worden, ich glaube 2001. Das war die erste alpine 8C-Messerlängenroute, so viele weiß. Also für mich ist schon die Wand so inspirierend, dass ich da raufklettern will. Viel mehr inspirierend als die Route zum Beispiel. Sicher eines der größten Dächer, was es gibt in Europa. Die Bellavista und die Panorama, die gehen eigentlich bis zum Band. Und das ist nicht einmal die Hälfte von der Wand. Und da sind die Routen eigentlich fertig. Und danach kletterst du in die Kasin hinein und steigst die Kasin dann aus bis zum Gipfel. Dass ich gewusst habe, dass es eine Riesenaktion wird, das Ganze durchzusteigen. Quando un obiettivo è in testa, fa tutto per realizzarlo, qualsiasi siano le condizioni esterne. Letztes Jahr sind wir zwei Monate da. Gestern haben die Tour immer wieder versucht. Aber es war halt immer wieder so, es hat halt aufgelockert und war wieder mal die Sonne hat geschienen. Und dann hat es aber mindestens einmal am Tag geregnet. E ogni volta salivamo con le jumar fino al tetto in mezzo alla nebbia, non ci vedevamo neanche a vicenda. E non è stato semplice. Es ist einfach nur ein Zweifel. Und es ist dann echt hart zu motivieren, dass man da halt immer wieder einsteigt. Also der wichtigste Prozess für mich war das Dranbleiben. Quando ad esempio Babsi fa un tentativo sulla sua via, sul suo progetto, spesso mi sembra quasi di essere più stressato io di lei. Quando si ama qualcuno ci si sente responsabili in qualche modo per quella persona. Und da war es so, dass es echt teilweise brenzlig war. Da ist es eher so, dass man halt viel das ausbalanciert, wie man den Griff belastet. Also und da habe ich eigentlich die meiste Angst gehabt. Einfach, dass es plötzlich abrutscht ist und weg ist. Und dann ist die Spannung eigentlich noch größer, weil du weißt, okay, wenn ich das Ganze klettern will, dann habe ich maximal 2 Versuche oder maximal 3. Und der ganze Prozess bis zum zweiten Versuch mit der Pause, die du dazwischen brauchst, das dauert eine Stunde, bis du deinen zweiten Versuch machen kannst. Ich glaube, da waren wir beide angespannt. Non è... Si ha sempre paura. Ed è bello, però, vedere questa progressione insieme. Di come tutto diventa, si trasforma dal super difficile, super pauroso a qualcosa di possibile, di più tranquillo. Aber wir haben das Schwere eigentlich schon hinter mir und es geht gleich mehr um das, dass ich bis zum Gipfel klettere.
dann bin ich viel mehr gleichgültig mit dem ganzen Risiko und ich habe weniger Angst. Und das ist das, was mir halt am Klettern so viel taugt. Die Überwindung. Credo sia più un desiderio, un bisogno personale di spingere i propri limiti. Però credo che sia proprio questo che muove ogni climber, ogni arrampicatore. Es kommt ja nicht auf die, es ist ja nicht der wichtigste Tag, dass man die Route durchsteigt. Aber im Nachhinein gesehen ist das immer, sind es immer lässige Momente. Egal, ob das Wetter schlecht war, egal, ob es mal grauslich war. Das sind nur die Sachen, wo man sich am meisten erinnert, wenn man da zurückdenkt. Das, was ausmacht. Sicuramente la via è importante, però forse la cosa più importante per me è il fatto di poter condividere queste esperienze con qualcuno. Penso sia l'aspetto più bello che ricordo di più di ogni avventura, ogni via.